Fresche Beine, ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen lustigen Dingebart von Goat Simulator 3, oder? Giraffensimulator? Große Giraffe? Ja, ich sehe keinen Kopf. Okay, wir gehen mal hier hoch und sehen wir hoffentlich ein bisschen mehr. Ja. Okay, es geht. Also, ich habe mich ein bisschen größer gemacht, genau, damit ich ein bisschen lustige Dinge noch zeigen kann. Und ja, genau so bin ich gehüpft, ja, auch als kleine, also normale Giraffe. Direkt eine Sekunde nach dem Joinen. Ich habe einfach die rechte Maustaste gedrückt gelassen, dass ich im Sprung mich drehen kann. Und dann haben sich die vier Beine so verheddert, dass ich in die Luft geschleudert wurde. Das geht mit der Giraffe, großen Giraffe leider ja nicht mehr so gut. Aber ja, doch, es macht's noch. Aber eigentlich wollte ich eine große Giraffe machen. Oh, geil! Auf dem Masten. Ja, Ja, nein. Ein schönes Bild. Ach, schönes Bild, komm. Ich brauche noch ein Bild, genau. Sieht es leider nicht so gut. Mann, ich brauche einen Kameramod. Macht jemand einen Kameramod? Kann man überhaupt Mods machen? Wahrscheinlich schon. Jo. So ist doch ein gutes Bild. So. Dankeschön fürs Gucken vom Screenshot Simulator. What? Was haben wir? 40. Wow. Einen runden Geburtstag. Können wir das noch klein? Gut, ich habe die Caps Lock an. Prima. Ja, und so bleiben wir jetzt. Wir joinen natürlich dem Spaß hinterher. So, doppelte Feuerzahl. Oh, gut. Also ich möchte irgendwo eine Goat-Statue selber finden, auf jeden Fall. Wo könnten wir eine Goat-Statue noch finden? Hat jemand irgendwie einen Plan? Ich habe mich wieder total vorbereitet, damit es einfach auch ein bisschen spannender ist. Weil, ja, ich weiß gar nichts, wo eine neue Goat-Statue ist. Ah, so ist aber auch ein guter. Genau, wir zoomen einfach hin. Vielleicht hier oben auf dem Hügel. So auf dem Dach oben oder so ist ja nichts. Kann man eigentlich ein Riesenei werden? Oder werden wir dann einfach ein kleines Ei? Ja, okay, wir können es nicht machen. Schade. Okay, aber ausprobieren können wir. Ja, ich will nicht wegfliegen. Hallo. Nein, in diesem Gebiet nicht. Wir schauen jetzt zuerst einmal nach. Haben wir noch hier gut? Ja, wir haben noch 6. Hä? Nein, 5. 5 sind es. Ich muss zuerst zählen können, bevor ich irgendwas sage. Also, ja, genau in die Richtung, aber nicht zu weit. Also da unten brauche ich nichts mehr. Ja, da kann ich mich wieder kleiner machen, stimmt. Ich mache mich erstmal wieder kleiner. Tut mir leid, liebe Leute, dass das so umständlich geht, aber das ist halt der. Ja, das ist der Entwickler. Der macht so komische Physik-Engines und Bugs und Langsamkeiten. Ja, wo muss ich jetzt hier in die Maschine rein? Wie? Ja, jetzt. Okay, sonst könnten wir auch ins Hauptmenü gehen und dann wieder rein. Geht ja nicht so lange. Ach komm, bis ich da kleiner bin, gehe ich lieber wieder ins Hauptmenü. So. Also. Ziemlich crazy wieder dieses Spiel. Ja, ich bin immer noch groß, aber na gut. Uflieger. So, also prima. Da oben ist ja nichts, oder? Da waren wir schon mehrmals. Da oben ist irgendwie nichts, keine Goat-Statue. Auf dem Ziel waren wir auch kurz, da ist sicher auch keine. Ah ja, das ist ja da. Die Antenne. Boah, das war ein hundertfacher Bruch. Des obersten Halswirbels. Da oben ist ja auch keine. Hä? Also, was ich eigentlich denke, ist, also hier haben wir da oben die eine genommen. Die haben wir schon lange, glaube ich. Und da unten unter dem Zelt ist nur ein alter Knacki. Ja. Der ist auch ziemlich jung. Okay. Da drinnen ist auch keine. Bei der Bushaltestelle wahrscheinlich auch nicht. Ja, und ich schiebe mich noch ein bisschen rein. Immer
Ich nehme ich mit. Wir haben ja den Ziegensimulator hier. Ah, wir sind ja immer noch eine Ziege, wir haben ja noch die Fake-Maske. Also, dann schaue ich mal wegen einem Boot oder so. Ich möchte Boot fahren, aber wir nehmen einfach die Ziege mit. Auf dieser Insel haben wir doch alles schon entdeckt. Also, da gab es gar keine Bootsstadt. Aber was ist mit diesen Schiffen da hinten? Mann, das geht immer so langsam. Also, die Ziege kommt ja mit. Also, na gut. Wir haben ja Flossen. Also, dann holen wir mal die Flossen raus. Fellfarbe. Ja, die, der Gryphosaurus möchte ich noch ein bisschen. Rücken, hä? Ja. Mit welcher Taste? Hallo? Hey, liebe Zuschauer, welche Taste muss ich drücken? Ich bin schon unter Wasser. Ich glaube, die F-Taste. Wieso gibt es hier Lakritz-Zeugs? Wer hat das hier hingetan? Ist das wieder ein neues Event? Die Entwickler tun nie die Dinge machen. Die Ankündigungen, die haben irgendwie gar keine Plattform. Also ja, bei Steam kann man ja wenigstens Ankündigungen und so Updates machen, aber bei Epic Launcher habe ich das irgendwie noch nicht gefunden. Also das ist wahrscheinlich einfach nicht existent oder man muss irgendwo besser suchen. Nicht so wie der Drago. Der Schussel. Ja. Okay, hier haben wir auch keine. Ja, der Dinosaurier kann doch sicher besser irgendwie etwas zerstören, wo eine Goat-Statue dann drin ist. Also, ah, da ist eine Goat-Statue. Oh geil, so richtig unsichtbar. Vor meiner Nase. Also der Dinosaurier ist ja ausgestorben. Ja, so schon. Es gibt noch Dinosaurier, die kann man da warnen. Aber. Nein, nein, nein. Nein! Nee, nicht der Fischfang ist schuld oder so, sondern. Ich glaube, der Esel. Ah, der Drago-Esel. So, ich wäre gerne ein Esel. Weiß nicht wieso, aber alle mehr denken so, Esel sind dumm. Nö, die sind nicht dumm. Oh, sorry. Ich habe den Fischer beleidigt. Was machst du jetzt? Esel sind coole Tiere. Die haben Style. Diese Hip-Hopper denke ich auch immer, sie seien Esel. Nicht wegen der Dummheit eben, sondern einfach, weil sie sich manchmal so verhalten. So mit den Hosen, die immer runterfallen, weil sie immer wieder komische Geräusche machen wie Esel. I. Also das sind Rapper, aber ja gut, das sind auch Hip-Hopper. Aber ich meine, I.O. Ich muss einen Rap erfinden, I.O. Ein Esels-Rap, genau. Ich mache das beste Lied, der beste Rap. Aber eine Giraffe ist kein Esel. Was machst du, Giraffe? Hä? Wieso habe ich die nie geholt? Weil ich nie dort Bootsstatue gesucht habe. Ich bin ja immer nur zum Erkunden und so, zum Quest suchen hier gewesen. Aber nie. Ich kann nicht mal dort drüber. Was ist das eigentlich dort? Hä, was ist das? Das ist eine Stange an so einem Laufband und das verschwindet, wenn man in die Nähe geht. Ich kann nicht rauf. So, jetzt. Und? Hoppla. Oh, also zwei haben wir. Jetzt müssen wir noch drei haben. Okay, ich muss etwas wechseln. Genau, das Rihorn muss ich wieder mehr spielen. Aber nur, wenn es ein besseres Fell hat. Na gut, da hat es aber keiner mehr. Ein Leierfisch gibt's. Hey, der ist aber neu, oder? Ich habe etwas andere Leier. Ist eine Leier nicht ein Instrument? Gold. Das goldene Nashorn. Ja. Nur der Flügel. Also die Finne. Nicht. Ja gut. Kann doch irgendwie auch chargen, oder? Nein, nicht abfahren. Chargen. Oh, es leidet. Und wie es leidet. Ich will ins Klo. Die Schnauze. Bin ich ein bisschen leidig. Aber ja, das ist wirklich so ein Bug, der es von weitem irgendwie
darüber drückt, oder? Da dieses Laufrad, dieses Laufband, ja, Laufband, meine Güte, wenn ich diese Arbeitssache nicht kenne. Oh geil, auch krass. Und wie es wackelt. In den Schuhen ist ja fast nichts. Sehen aus wie Fasnachtsschuhe, diese Stöckel, diese Holz. Ich bin stucket. Ah ja, die Giraffe hilft ja immer raus. Uts, 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 uts. Ah, Uzi, ah, Uz, 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 Uz. Ich werde verhaftet, weil ich zu blöd irgendwie festpacke. Okay. So sieht es wieder aus unter der Map aus. Wow, die Röhren sind einfach fertig da. Die Entwickler haben Daten gespart. Oh, da unten. Oh. Keinen Boden unter dem Boden. Kein doppelter Boden. Okay. Ein Metzger macht einen Scheck. Nein, Schenk. Blank. Chuck. Trump. Neck. Okay. Ja, jetzt sind wir Hip-Hopper. Nein, jetzt sind wir Parkour-Dancer. Yes. Sambo-Tänzer. Gut, wo haben wir eine Goat-Statue? Irgendwie hier drüben. Seitlich oder so. Irgendwo hier. Also erfolgreich sind wir. Wenn wir schon jetzt zwei Statuen gefunden haben, wo wir nicht mehr viel haben, sind wir eigentlich erfolgreich. Aber ich frage mich, ob wir auf der Röhre oder so. Hier drüben. Wie komme ich jetzt hier rüber und hoch? Ah ja, mit dem Fisch. Aber nur mit diesem neuen Fisch. Nemo haben wir schon gefärbt, haben wir ja schon. Ich glaube, der ist neu. Ein magischer Karpfen würde ich dann auch noch gerne sein. Sieht geil aus. Ah, das sind diese Fische, die wirklich so leuchtende Farben im Fell, in den Schuppen haben. Wie sagt man dem? Neoprierend oder so? Neopren. Neoprenanzug. Was ist das? Wieso spitzt das hier so? Wie sagt man dem Wasser, dass es einfach so aus der Röhre rauskommt? Aus dem rausprasselnden Wasser. Ja, das muss man immer kombinieren. Gut, also soll ich mal hier versuchen reinzukommen? Es ist zu. Man kann nicht rein. Die Giraffe löst immer alles. Mit der Giraffe kommst du trotzdem rein. Ja. Und du musst schon unten spawnen. Kommst du auch noch nicht mehr rein. Ich sehe keine Röhre mehr. Doch ein bisschen. Und jetzt wieder ein Fisch. Oh, schade, man wird unten gespawnt. Okay, hier ist aber nichts mehr, oder? Hallo, der Fisch ist da. Geil. So unter dem Dach oder so ein gutes Versteck, aber da ist nichts, oder? Nö. Da duscht jemand. Und sie geht baden. So. Oh, die alten Damen. So unfair. Okay, da genug geduscht. Da hat die ganze Dusche abbekommen. Ja. Nein, ich wollte rein.
Leider hat das Spiel da gedacht, nö, es will nicht mehr weiter vorwärts hüpfen. Aber es wäre reingegangen. 100 Pro. Hallo. Das ist mir gar noch nie so aufgefallen. Das sind Büsten. Ja, das sind so. Das sind nicht Büsten. Und so Puppen, die zum Hut anziehen und so sind. Für die Läden. Denke ich mal, oder so hätte ich es eigentlich. Oder hier für den Schmuck halt. Also. Ja, Schmuckpuppen. Ui. Aber es waren drei schön platzierte und ich habe sie einfach kaputt gemacht. Da oben war ich ja schon. Da unten ist ja nichts mehr. Da waren ja mehrmals beim Bananendieb. Hier ist wahrscheinlich auch nichts, weil wir auch schon nachgeprüft haben hier. Das weiß ich noch. Bei der Fabrik hatten wir doch noch ein oder zwei, oder? Ich hatte früher immer Frau Brick gesagt, wegen Fabian, oder? Ich bin nicht nur der Sven, ich bin auch der Fabian. Und ich bin ja männlich. Also die Frau Brick und nicht die Mann Brick. Ah, oh, geil. Ja, Abkürzung. An der Banane. Hallo? An der Banane ist nichts. Oh, die kann man auch kaputt machen. Mit einem kleinen Fisch kannst du die kaputt machen. Krass. Also vielleicht ist hier oben irgendwo noch eine Goldstatue. Oh, da kommt man nicht gut hin. Nicht abhauen. Ah, jetzt können wir wieder in die Fabrik. Ist hier denn irgendwo eine versteckt? Man erkennt sie halt nicht immer so schnell von weitem. Von nahem sieht man sie eigentlich gut, weil sie detailliert ist, aber dann verlieren sie schnell an, an vielen Pixeln. Sie werden verpixelt. Und das macht halt schwer, sie von weitem zu sehen. Das muss man immer eigentlich auch ein bisschen in die Nähe. Bis halt dann Goat Simulator 5 rauskommt, weil die 4 ja wieder ausgelassen wird. Hä? Immer ungerade Zahlen? Ich glaube, der hasst gerade Zahlen, der Entwickler. Wenn es so weitergeht, vielleicht. Also, ja, ist ja nicht mal sicher, ob es überhaupt einen vierten Teil gibt oder so. Der Entwickler wahrscheinlich genug Geld verdient hat an uns Stulis. Wie viel? 31 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt für Leon. Ich habe es, glaube ich, günstiger mal geholt, doch ein Angebot. Ich habe es ja Leon, einem meiner Moderatoren, auch geschenkt. Mache ich übrigens öfters, also werdet Moderator von uns. Von mir vor allem. Ja, dann habt ihr natürlich auch mega geile Belohnungen zur Verfügung, die ich fast nicht leisten kann, aber doch mache. Doch leisten will. Ja. Ich leide nicht darunter, keine Sorge. Einfach den Drago helfen und ihr werdet belohnt. Großzügig. Spendabel. Nein, im Ernst. Ich möchte den Leuten helfen, die mir nahe sind. Ganz gut helfen. Ah, da unten war doch auch noch Goldstatue, aber die habe ich ja genommen. Ich bleibe trotzdem noch mal runter. Der Fisch ist schon lange tot. Der muss nicht piepen. Ja, aber wo habe ich denn? Oh, ich dachte schon auf dem Baum hier oben. Aber das ist nur das Licht. So. Wieso habe ich eigentlich keine Musik? Immer diese unterschiedlichen Menüs. So. Na, ein bisschen allgemein laut. Musik ein bisschen laut. Und schon mal habe ich einfach keine Musik. So. Ja, mache ich auch nochmals. Ein bisschen laut. Nochmal ein bisschen lauter. Er hat sich nicht. So.
Okay. Ja, sie wissen sehr wenig sensibel. Aber jetzt haben wir doch ein bisschen Musik noch. Und auch ein bisschen Platschgeräusche noch mehr. Also ich habe es eigentlich gut gehört. Aber scheinbar hat das Update von OBS wieder alles mega reduziert und... Aha, hier ist der richtige Eingang, der... Ja. Schnelle Eingang. Mal vielleicht hier drinnen. Also geht einfach weg. Naja. Hier kann man auch irgendwas öffnen. Okay, das geht nur raus. Haben wir überhaupt hier in der Fabrik noch Goldstatuen? Ich glaube schon, wir sind... Wenn sie einfach nicht... Boah, sind die Leute aggressiv, Mann. Hä? Und hier waren wir auch schon... Okay. Keine Ahnung, wo hier noch sein sollten. Oder schauen wir gleich mal nach. Beim Hoverdamm bin ich mir nicht sicher. Da waren wir doch schon überall. Ah, weil das Holzfällerlager. Hä? Gehört das nicht in der eigene? Doch, hier zwei haben wir noch eben. Ich dachte mir ja, wir haben sicher nicht alle geholt schon. Aha. Halt die fest. Nicht immer wiederholen. Nein. Nicht zu weit runter. Wir schlampen hier gerne. Oben. Ja, vielleicht so zwischendrin. Ah, hier drin. Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Nee. Kann man hier durchglitschen? Kennt ihr Donkey Kong Country 2? Da gibt es doch diese Honigteile, die sind sowas. Honigklebewände. Und auch in Minecraft kann sie ja mit Honigblöcken klettern. Ja. Für nichts, weißt du, für gar nichts. Ah, vielleicht hier drin. Ja, man sieht's. Okay, gehen wir mal auf den Berg hier hoch. Und schauen mal kurz noch hier. Kurz noch. Nö. Mann, haben die manchmal gut, diese Bootstarter. Tja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich nicht Hilfe brauche. Aber Hilfe kann man immer nachschlagen. Ich kann sie auch über Handys nicht so gut zu suchen, wegen der langsamen Eingeben der Tasten. Auf dem PC. In Farbe und bunt. Also, was ist das jetzt da? Okay, ich muss mal kurz schauen. Rücken. Ne, ist eine Maske. Hä? Da. Das ist eine Anspielung auf Watch Dogs 1 und 2. Ich muss wieder die Taste. Ernie Eremit. Ah ja, der Eremit ist es. Zählt Karten in den Weg, als vergisst öfters mal Pick. Ja, dann hat er 4 Karten wenig. Oder nein, 8 Karten wenig, wenn es zweimal sind. Schmetterling 92, Beruf. Katy Perry's Einöle. Oh, Katy Perry's Einöle. 39 Jahre. Okay. Wie meine Nachbarin. Die ist auch 39. Und sieht sehr jung aus. Ey. Boah. Ich würde auch gerne so jung aussehen. Ja, okay.
Manche nennen mich noch ein kleines Kind. Aber okay, das ist vielleicht auch ironisch gemeint. Oder auch ein bisschen jung. Jünger sehe ich auch aus mit meinen 37ern. Oh. Aber immer die gleich, ungefähr gleichaltrigen sind besetzt. Andere so 60-Jährige, die sind nicht besetzt. Tja, die kann ich halt nicht mehr so überreden. Und auch so die 23-Jährigen und so, auch noch nicht besetzt. Ja gut, aber ich finde jetzt wirklich die zwei Goldstarter nicht mehr. Also, dann machen wir doch das mal kurz mit Lösung. Wir haben ja nur noch zwei hier. Die 3 und die 4. Können Ding rauswerfen. Quartzim, Goldstatuen. Ja, aber Giga brauche ich. Giga. Und Pointy Foods. 3. Auf dem Übergang der Schornsteine des Hauptgebäudes. Auf dem Übergang. Dort oben waren wir doch. Aber nicht auf dem Übergang, sondern bei den Türmen. Am Übergang des Förderbändes im Südwesten nahe der Straße. Im Südwesten. Am Übergang des Herbe. Okay. Also das war jetzt ziemlich. Also das vor allem hier beim Übergang ist sehr schwer zu holen. Ja, die Gamepad-Steuerung ist natürlich tausendmal besser, aber ich habe ja keinen Bock, ein Gamepad richtig einzustellen. Da brauchst du hunderte Jahre dafür, dass du endlich mal etwas gut stellen kannst. Das ist aber kein Übergang da oben. Ah, da oben ist ja. Ist noch ein Stockwerk weit oben. Ja, cool. Hey. Kannst du durchglitschen? Jetzt mit der Giraffe einander. Wow. Oh ja, ich bin oben. Hey, ich fliege wieder durch. Unfair. Wieso fliege ich durch? Hä? Was ist denn das für ein Game Design? Ja, aber ich muss hoch. Ich muss doch hoch. Ah, da ist ein Trampel. Ey, nicht so schnell. Hey, ich benutze ein weniger schlimmes Transportmittel. Na gut, dann gehe ich halt wieder runter. Ich versuch's noch kurz mit dem Rihorn. So, ja. Gut, und das andere haben wir hier unten. Muss ich aber auf die Dauer 28 schauen, sonst hat YouTube wieder um 20 Stunden länger. Verarbeiten. Die Förderbänder sind hier, aber ist das Südwesten? Ist schon Südwesten. Auf dem Übergang. Was hier? Nein, das sind doch keine Förderbänder. Hä? Das sind doch Förderbänder. Und Südwesten ist es auch. Vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Auf dem Übergang. Das muss doch ein Übergang sein, also oben drüber. Da auch nicht. Also die Förderbänder oder so weg mal. Ist nur eins. Wo sind denn die anderen Förderbinde? Da. Wo sind die Förderbänder? Hey. Da unten? Nee. Okay, dann schauen wir mal kurz auf die Map. Das ist die 4, glaube ich. Hä? Das ist Südosten. Aha, die meinen, dass wo es wirklich runter geht in einer langen Tour runter geht. Ich dachte jetzt so einzelne Förderbänder gestapelt oder so. Was passiert eigentlich mit dir, Schwein, genau? Oh, Knacks.
Also hier oben irgendwo. Hat mir niemand. Ah, da drauf. Okay, hier drauf war ich wahrscheinlich scheinbar nicht. Gut, 14 von 14. So, jetzt machen wir gleich nochmals kurz einen kurzen Check hier bei der Farm. Ja, genau so. Nein, hier. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. 14 und 15. Das haben wir doch. Okay. Ich mache ein bisschen länger. Ich will euch noch etwas zeigen, was ich nicht herausgefunden habe. Das fällt mir jetzt auf, das habe ich nach dem letzten Video mit Leon noch rausgefunden und habe gewartet, bis er wieder Zeit hat und dann wieder vergessen. Hey, wenn ich doch R-Taste drücke. Also, ihr geht einfach kurz die Straße hier entlang Richtung Westen oder ganz im Süden nach Westen. Die südlichste Straße, das ist die. Und geht ihn einfach nach Westen an diesem Haus, das ja immer wieder irgendwie komisch dasteht, weil wir es rausgerissen haben. Komisch spawnt vorbei, wo da auch ein bisschen Babutz drin ist im Keller. Nicht vom Haus, sondern vom Keller, also hier im Loch drin. Babutz, seht ihr? Babutz. Und ja, das Haus steht ja immer so komisch hier, zum Beispiel auf der Seite dieses Mal. Und so, dann habt ihr hier ja die Tankstelle und hier war ja irgendwie auf den Zapfsäulen. Nein, auf den Tanks oder so. Ah, auf den Zielers oben. Okay, holen wir das mal kurz noch zuerst. Ja, wir haben ja auch die Parts irgendwie vor zwei, drei Parts und so ein bisschen länger gemacht. Das geht in Ordnung. YouTube braucht nicht so lange. Hä, wieso werden wir zurückgesetzt? Ja, gut. Dann benutzen wir doch einen Fisch, der wieder die falsche Farbe hat. Wieso werden wir zurückgesetzt? Und er läuft einfach durch. Das Spiel ist schon ein bisschen broken, ne? Ja, okay. Die Statue haben wir. Jetzt müssen wir aber wieder ein Auto haben. Und jetzt müssen wir einfach da innen hupen. Ich weiß doch nicht, wie man hupt mit H. Mit E. Mit F. Ah, hupen lassen. So. Dankeschön. Was ist denn hier? Nix. Ich weiß nicht, was passiert, was man machen muss. Ah, hier ist so ein Spray. Ja, rot bin ich schon. Oder orange. Oder golden. Ah, Merari. Ja, gut. Merari. Okay, das ist der Körper für nächstes Mal. In haben wir nichts, was nur ganz wenig zu sehen ist. Also wenig hat Sigini. Oh. Genau, wir sind wie heißt er schon wieder? Ja, der Kai hat noch, wie heißt er da? Der von nicht Usbekistan, vom Kasachstan da. Börat, genau, der Börat sind wir jetzt. So, dann haben wir noch etwas Schönes auf dem Rücken. Die Flower. Und schönere Schuhe. Clownschuhe. Irgendwas, was zu einem Fahrer von Autos und so passt. Oh, hier ist ein Blätter. Sandalen. Oder Farbeimer. Ja, genau, Farbeimer. So, und dann haben wir noch das Merari. Das Merari, ja, natürlich in Rot, oder? Natürlich. Ah, cool. Okay, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Dragobasso. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss.